Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt von Spiele, die ich gut finde, aber niemals Let's Playen werde. Und damit willkommen zu Death's Door. Todestür. Auf Deutsch. Dieses Spiel ist ein bisschen grau und grau, wie ihr schon seht. Und, ja, hat so dezenten Tim Burton-Style, finde ich. Ne, wenn man sich auch diese Geländer hier so anguckt, ne, bei der Treppe und an sich ja auch bei den, ja, allgemein bei den Treppen halt. Das ist schon irgendwie was Besonderes, hat einen ganz besonderen Stil. Ich spiele das hier auf der Switch auf jeden Fall und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Spiel gestoßen sind. Ich glaube, das war ein Zufall. Wir haben einfach eines Tages einen Trailer gesehen, dass es das jetzt halt für die Switch gibt. Und dann haben wir so gedacht, hey, das sieht interessant aus, holen wir uns. Irgendwie so in der Art war das, glaube ich, aber es ist schon eine ganze Weile her. Mein Freund und ich haben das abwechselnd so ein bisschen gespielt. Und wir werden es auf jeden Fall eines Tages komplett als Let's Play für die lachenden Toastbrotscheiben aufnehmen. Aber ich dachte mir, ich zeige euch vorher auch mal ein bisschen was davon auf meinem Kanal. Und ja, bevor wir auf Start gehen, wir eben kurz in die Optionen gucken. Was gibt's denn hier? Ja, das ist doch alles genauso richtig. Da muss ich nichts verändern, von daher sage ich einfach mal Spielstart. Dieser Halt, Erntekommissionshauptquartier. Also es ist eine Busfahrerin, okay. Endstation. Es ist Lottie, okay. Einigen wir uns darauf, dass es nicht Sharon ist, sondern dass es einfach jetzt Lottie ist. Aber nein, okay. Ist eh egal. Yay, jetzt bin ich ja ein kleines Vögelchen und kann rumlaufen. Whee! Passend auf jeden Fall an der Haltestelle, dass hier auch direkt ein Mülleimer ist. Aber, es sieht so aus, als wäre hier doch eigentlich das Nichts und als könnte ich hier runterfallen. Warum konnte der Bus darauf fahren? Fragen über Fragen. Hui! Oh, ich kann es untersuchen, okay. Klick. Das Telefon scheint mit gar nichts verbunden zu sein. Oh. Dann sollte es mal abgerissen werden oder repariert. Das geht dann nicht. Hui! So eine Unordnung. Nee, 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 nee. Das geht doch nicht. Ich kann hier nichts lesen. Oh, hallo. Wer bist du? Vaga. Hab keine Seelen. Hab keine Funkler. Hab keine Sorgen. He, he, he. Du bist verdammt creepy. Also wenn man schon sagt, ich habe keine Seelen, ich habe kein alles nicht, aber ich bin total glücklich, das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie seltsam. Aber ja, hier geht es auch natürlich um Seelen, kann man sich schon denken. Wir werden dazu gleich noch was erklärt bekommen, auf jeden Fall. Deswegen, es erinnert ein bisschen an Dark Souls in dieser Hinsicht, aber halt Dark Souls in niedlich, sag ich mal. Das sieht ja lecker aus. Da kriege ich direkt Bock wirklich auf Ramen oder allgemein auf asiatische Nudeln oder sowas, wenn ich das hier sehe. Schön. Immerhin haben sie Leuchtreklame hier. Kann ich hier was trinken? Nee. Aber ich habe ein kleines Schwert, was ich schon zücken kann. Ha, hu, ha! Immerhin Deckenventilatoren haben wir hier. Hallo! Fahrkartenschalter geschlossen. Repariere gerade ein geplatztes Rohr. Bin in 3 bis 4 Jahren zurück. Wer kennt es nicht? Die Handwerker von heute, sie sind jahrelang ausgebucht. Die Geschäftsleitung. Weißt du, ein Rohr reparieren, bin in 3 bis 4 Jahren zurück. Habt ihr keine Vertretung, Leute? Seriously. Was ist denn das, bitteschön? Hallo, wer bist du? Bartel Plautz, Chef des Sicherheitsdienstes, okay. Ja, ja, du kannst rein und mach schon, Kleiner. Danke, das ist nett. Aber ich wollte mich zuerst hier umgucken. Ah. Okay, wahrscheinlich wegen meiner Waffe, dass ich hier nicht mit Waffe eigentlich rein darf, aber ich darf trotzdem durch. Dankeschön.
Halle der Türen. Mit den ganzen Treppen hier und sowas sieht es ein bisschen aus wie Hogwarts. Hallo. Hallo. Dachsel der Schnitter. Wir sollten uns beeilen. Wir wollen ja nicht so spät kommen, was? Was? Worum auch immer es geht, deswegen, du kommst aber nicht mit oder sowas. Aber okay, scheint auch nichts großartig zu sein. Wahrscheinlich muss ich da lang, wo er steht. Weil hier ist noch ansonsten alles zu. Oder? Kann ich hier durchbrechen oder so? Nee. Da kann ich nichts machen. Ich lasse ein paar Federn, hui. Die Pflanzen kann ich auch nicht hier abernten, warum auch? Oh. Nee, anscheinend muss ich hier hin, okay. Sieh mal einer an. Auch schon zur Arbeit erschienen. Kein Wurm für dich. Oh. Denn nur der frühe Vogel fängt. Ach, vergiss es. Ja, schöner Wortwitz. Egal, heute ist dein Glückstag. Es gibt nämlich eine Seele für dich zu ernten. Ach, eine Seele zu mitnehmen, bitte. Und zwar nicht nur irgendein Seelchen, sondern eine Riesenseele. Denk nur an die Kommission. Voll geil. Ich hoffe, du hast deine Ausbildung nicht vergessen. Nimm dich in Acht, denn Riesenseelen leisten ganz gern mal Widerstand. Ihr macht Sinn. Ich mache jetzt deine Tür für dich fertig. Dankeschön. Quatsch. Sieht irgendwie wie nach einer bösen Tür aus. Bei so einer großen Seele kannst du dir anschließend vielleicht sogar ein bisschen frei nehmen. Aber denk dran! Deine Tür bleibt offen, bis du mit der dir zugewiesenen Seele zurückkommst. Während deine Tür offen steht, bist du sterblich und wirst altern, also beeil dich. Wir ernten Seelen, damit die Türen Energie haben, sodass wir mehr Seelen ernten können und so weiter, bis alle Ewigkeit. Ihr erntet nur Seelen, um halt durch Türen gehen zu können? Seriously, bleibt doch einfach zu Hause. So dreht sich das Hamsterrad. Wie dem auch sei, an die Arbeit und sieh dich vor. Wenn du stirbst, gibt es eine Menge Papierkram und für sowas habe ich keine Zeit. Nett, wie er uns mag. Ich mag dich auch nicht. Aber das ist komisch, weil, ich meine, wir sind hier doch in so einer ganz komischen Art Zwischenwelt, würde man doch meinen. Dass man hier einfach nur dafür sorgen soll, dass die Leute, oder die Wesen, besser gesagt, das sind ja böse Wesen, wir töten ja keine Menschen. Das kann ich schon mal versprechen. Wir töten ja nur böse Wesen auf jeden Fall. Dessen Zeit einfach gekommen ist, sag ich mal. Ne? Aber das klingt jetzt so, als ob sie es nach Lust und Laune machen würden, nur damit sie mal irgendwie hier rauskommen aus der Halle der Türen und so. Und das ist dann irgendwie seltsam. Vielleicht verstehe ich es auch nur falsch, ich weiß es nicht, aber naja. Bist du ein bisschen freundlicher zu mir, Kollege? Agatha, die Schreibkraft. Oh ja, ich liebe es zu tippen. Wie ich, so spricht eine wahre Autorin. Kann gar nicht genug davon kriegen. Okay, das ist schön, wenn es dir so geht. Ich meine, ne, ich tue auch noch was anderes gerne als schreiben, wie halt hier so ein bisschen zocken oder sowas. Ne? Aber wenn du dich das so glücklich macht, freut mich für dich. Du bist eher so eine Art Sekretärin. Na, und wer bist du? The Big Boss hier? Darwin, der Hüter der Kammer. Der schläft einfach nur. Lol. Ja, wenn es für ihn nichts zu tun gibt hier als Bossi, ne, dann ist es halt so. The Big Boss. Oh. Das sieht da unten sehr geheimnisvoll aus, aber da komme ich ja noch nicht hin. Da war ja zu. Deswegen schade. Bin ich schon gespannt, wann ich da hinkomme, weil das sieht schon sehr interessant aus. Aber wahrscheinlich werde ich gar nicht lang genug spielen, um da hinzukommen. Aber ja, hier gibt es einen riesen Bereich auf jeden Fall zu erkunden, wirklich. Rein theoretisch. Und warum stehen hier eigentlich ein Müllsack und eine Mülltonne? Kommt hier die Luftmüllabfuhr oder was? Hier kann ich auch nicht lang, da steht aber sonst auch ein bisschen Zeug rum. Oh, aufheben. Oh. Du hast einen weggeworfenen Regenschirm gefunden. Cool. Bei schlechtem Wetter hält er deine Federn trocken. Ist ja süß. Du kannst dich im Waffenmenü mit ihm ausrüsten. Okay, cute. Und wie öffne ich das Waffenmenü? Das sagst du mir nicht. Ne, werden wir schon herausfinden. Aber das finde ich ja mega süß. Ich meine, das ist doch hier schließlich ein Schwert, was ich habe und keine Armbrust, oder?
Weil da oben links sehen wir ja irgendwie so ein Armbrustsymbol. Vielleicht kann ich da bis zu 4 Waffen ausrüsten. Aber wie gesagt, was ich habe, ist ja keine Armbrust. Wenn ich das drücke, passiert nichts. Da passiert auch nichts. Oh, oh, starker Angriff. Kann ich es weiter aufladen? Ja, kann ich. Schön. Cool. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil aber verschossen. Aber okay, interessant, dass ich sowas kann. Wir lernen das schon noch. Was ist hier? Das ist auf jeden Fall das Inventar. So weit, so gut. Wir brauchen anscheinend 3 Riesenseelen, um weiterzukommen. Ah ja, und hier haben wir dann die verschiedenen Waffen. Weggeworfener Regenschirm. Ein Regenschirm taugt sicher nicht viel im Kampf, aber er kann bei Regenwetter deine Federn trocken halten. Kann, muss aber nicht. Okay, interessant. Aber wir haben doch hier das Schnitterschwert. Ein serienmäßiges Schwert zum Ernten von Seelen. Ja, wenn man sonst keine Hobbys hat, ne? Glänzende Dinge. Okay, wir sammeln also Krimskrams, genau wie Ariel, die Meerjungfrau. Dann hier sind wieder die typischen Sachen. Und es gibt Kristallbruchstücke. Bruchstücke von Vitalitätskristallen. Sammle 4 Bruchstücke, um deine Seele mit Lebenskraft zu füllen. Dadurch erhöht sich deine Vitalität. Ja, das ist auf jeden Fall cool und das ist für Mana garantiert, ne? Ja, Magiekristalle. Sammle 4 Bruchstücke, um deine Seele mit Macht zu füllen. Dadurch erhöht sich deine magische Kapazität. Okay. Na gut, hätten wir das auch mal erfahren. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal auch direkt durch die erste Tür. Und da gibt es was ganz Niedliches auf jeden Fall zu sehen für euch. Ab in die große, weite Welt. Raus aus dem blöden Bereich hier, wo alles nur grau und leblos ist. Genau, hier gibt es nämlich auch Farben. Jetzt sind wir in der richtigen Welt. Der Seelenhain. Okay. Also nicht ganz die richtige Welt, ne, weil ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, der einfach nur Seelenhain heißt oder überhaupt irgendwas mit Seele, aber hey. Oh, da kann ich nicht durch. Antippen zum Abrollen. Ja, das weiß ich, ja. Muss ich hier denn durch? Erstmal irgendwie nicht. Ha? Oh, hallo. Hallo. Hallo? Das meinte ich halt nämlich, ne? Dieses süße kleine Hinterköpfchen. Oh, wie niedlich, es wird zur Blume. Das erinnert total an diese kleinen Waldgeister von Prinzessin Mononoke, oder? Wenn ihr den Film kennen solltet. Mega niedlich. Und wenn wir halt nah an die rankommen, dann folgen die uns. Was ist mit dir? Springst du von der Mauer? Kommst du auch mit? Ja. Sammeln wir mal ein paar Blümchen. Da kommt. Kommt ihr nicht auch mit? Habt ihr Angst vor mir? Wie niedlich, die hinter mir herwackeln. Na, 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 na. Hallo. Kommst du auch noch mit? Tick, Trick und Track. La, la, la. Na, kommt auch mit. Kommt, wir machen eine Bolognese. Antippen zum Angreifen. Ui. Passt aber auf, dass ich euch nicht treffe, ihr Süßen. Oh nein, jetzt haben die Angst vor mir. Nein, nicht weglaufen. Ich tue euch doch überhaupt nichts. Ihr müsst euch nicht von mir verstecken. Alles gut. Deswegen, kommt ruhig wieder mit. Ich hab euch ganz doll lieb. Ich tue euch auch gar nichts. Das ist so niedlich, ungelogen. Wer kommt auf diese niedliche Idee? Warum komme ich hier jetzt nicht mehr weg? Ah, hier. Die Wurzel war im Weg, okay. La, la, la. Ich finde das herrlich, dass man so viele süße Dinge hinter sich her sammeln kann. Ich glaube, da... Guckt euch mal diese Gesichtchen an, wie sie alle am Lächeln sind. La, 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 wir sind Blümchen. Ich krieg da wirklich Niedlichkeitsattacken ohne Ende. Hey, Kleiner, willst du auch mitkommen? Springst du runter zu uns? Nee, müssen wir wohl von oben hin. Na komm, wir nehmen euch alle mit. Oder auch nicht. Ihr bleibt einfach auf der Mauer sitzen. Ist auch okay. Na, was ist mit dir? Z halten zum Zielen und A halten, um einen Pfeil ab... abzuladen. Ja, okay. Hi. Kommt, wir spielen Fang. La, 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 la. Tanz in den Mai. Ach, du kommst auch noch mit, wie schön. La, 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 la. Genau, schön in die Reihe zurück mit dir. Ich finde das einfach nur herrlich. So, dann passt jetzt mal gut auf, ihr Lieben, was ich hier mache.
Na, mal sehen, ob sie wieder weglaufen. Nein. Oh, das wollte ich doch nicht. Ich wollte nicht das Schwert benutzen. Es tut mir leid. Eben, dass die immer dann Angst erstmal vor mir haben. Warum ist es auf einmal so dunkel geworden? Irgendwie wird es heller, wenn die bei mir sind. Kann das wohl sein? Wie war das denn nochmal? Nee, so nicht. Ah, so. Gut. Ihr könnt ruhig mitkommen. Alles okay. Ich tue euch doch nichts. Oh, ich kann die Pilze wirklich wegmachen, okay? Oh, wie der eine wegläuft. Die haben wirklich Riesenangst. Ist alles wieder okay? Oh, die Pilze wachsen auch nach. Ja, ihr könnt ruhig kuscheln kommen. Ist alles okay. Ich hau euch nicht. Ich wollte nur den Weg frei machen. Das ist so niedlich, wie die sich immer auch erschrecken und dann weglaufen. Auch wenn ich euch ja gar keine Angst machen will. Deswegen, ihr könnt alle mit dabei sein. Jetzt habt ihr wieder Angst, ne? Ja. Dann bleibt doch weg, Mensch, wenn ihr so ängstlich seid. Also wirklich. Oh, hier ist vor allem schon der erste Boss. Interessant. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz dann zurück durch die Tür. Vielleicht doch mal weg. Denn ich glaube, nur da konnten wir speichern. Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz eben. Und dann versuchen wir uns mal im nächsten Part dann am Boss. Ich muss nur eben mal gucken, wie ich überhaupt speichern kann. Oder wird hier automatisch gespeichert? Weiß ich nicht. Das war falsch. Das macht irgendwie gar nichts. Oder kann ich doch dann hier speichern? Warte mal. Ah ja, hier, speichern. Speichern und zurück zum Titel. Warum muss ich dann zurück zum Titel? Oder speichert er ansonsten wirklich automatisch? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich speichert er wirklich immer, wenn ich hier hingehe. Oder geht es einfach nur ganz normal weiter? Kann ich... Nee, zum Titel-Dingens zurückkehren. Okay, why? Aber egal. Das war's auf jeden Fall für diesen Part. So viel ist sicher. Und hier schweben noch eine Menge Türen auf jeden Fall rum. Sind die alle noch für uns, dass wir sie betreten können? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war's für den ersten Part. Wir versuchen uns auf jeden Fall mindestens an einem zweiten. Mal gucken, was wir dann noch Schönes erfahren werden. Ob ich den Boss aber platt kriege, sonst mache ich einfach nach dem zweiten Part schon Feierabend. Weil, wie gesagt, das Spiel ist auch... Ich meine, es ist eigentlich recht hübsch gemacht, ne? Keine Frage. Aber es ist halt auch ein bisschen düster, wie gesagt. Es ist schon so ein bisschen wie Dark Souls und... Ja, Niedlichkeit. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ne, da es hier auch um Seelen geht und sowas, ist es auf jeden Fall ein bisschen Dark Souls-mäßig. Aber, hey. Und apropos auch Dark Souls, wenn ihr Dark Souls sehen wollt als Let's Play, ne, das haben wir auf jeden Fall ja auch bei den lachenden Toastbrotscheiben, wo ich mich dann da durchgequält habe. Deswegen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr mal mich in Dark Souls sehen wollt. Auf meinem Kanal wird es das niemals geben, wahrscheinlich. Es sei denn, ich zeige davon nochmal irgendwann auch was für Spiele, die ich gut finde, aber niemals Let's Playen werde. Aber ich glaube nicht, weil es macht keinen Sinn. Weil ich habe es ja schon Let's Played. Wenn auch nicht alleine, sondern mit Soul zusammen, aber egal. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage dann mal bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!